Der Kulturcheck wird Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Beim großen Sprachwissenschaftler Walter Jens, da war der Aufschrei noch sehr groß. Wie konnte der Sohn es wagen, das Denkmal Walter Jens so zu demontieren, indem er so offen über die Demenz seines Vaters schreibt? Bei einem Film über den früheren Schalke-Manager Rudi Assauer im vergangenen Jahr, da war der Aufschrei dann schon weniger groß. Im Gegenteil, es gab sogar Lob für die einfühlsame Begleitung des Alzheimer-Kranken. Nun zeigt uns ein Filmemacher aus dem Rhein-Main-Gebiet sein Porträt über einen Menschen, der zwar vorher nicht so im Rampenlicht gestanden hat wie Jens oder Assauer, der aber ebenso an Demenz leidet. David Sieveking hat seine Mutter mit der Kamera begleitet und seinem Film den schönen Titel Vergissmeinnicht gegeben. Bevor David Sieveking, der übrigens in Bad Homburg aufwuchs, gleich hier unser Gast ist, an dieser Stelle kurz ein Blick in die Vergangenheit. Das Mädchen ist Anna, deine Tochter. Gibt's noch mehr. Und der Junge hier bin ich. Und ich bin dein drittes Kind, Gretel. Ja, du bist ganz super. Ganz schön. Du hast Glück. Auch wer ist denn dahinter? Das war Gretels Freund? Ja, das war die revolutionäre Aufbauorganisation, hat die Gretel. Das war eine Zeit. Ja. Die ist lange her. Da war ich furchtbar eifersüchtig. Da warst du eifersüchtig auf den Mann? Ja. Gretel hat auch wirklich gedacht, das ginge mal, also so ganz, wo sie so ganz in Liebe verflossen ist, mit beiden gleichzeitig. Mhm. Erinnerst du dich noch an den? Ja, auch. Aber das heißt, was heißt Freund, Freund, also sozusagen Partner, Liebespartner? Ja, ja. Ja, das war deine Freundin? Ja, mit der hatte ich eine Affäre. Und da war Gretel aber nicht eifersüchtig, oder wie? Hat sie nicht so gezeigt, ne. Hier, das ist sie. Das ist sie. Das ist eure Hochzeit, gell? Ja. Es war sozusagen die Bedingung, ich habe irgendwie gedacht, das geht nicht, ich kann nicht nur eine Frau in meinem Leben haben und ich muss dann noch mit anderen Frauen eine Beziehung haben. Dann hat die Gürtel gesagt, ja, okay. Wobei das Verständnis war, wir gehen aber nicht auseinander, gell? Weil wir zusammen diese Kinder haben wollen. Du warst die schönste Frau der Welt. Was? Ja, Ja. Guck mal hier, Gürtel. Guck mal hier, wie du da aussiehst. Hier, das ist bei eurer Hochzeit. Mhm. Da habt ihr beiden geheiratet. Das ist allerdings toll. Also, das habe ich noch nie gehört. Der schönsten Frau der Welt hat unser Studiogast den Film gewidmet. Filmtitel Vergissmeinnicht. Herzlich willkommen, David Sieveking. Vergissmeinnicht, warum heißt der Film so? Man kann sich das vielleicht denken, aber hat das speziell auch mit Ihrer Mutter zu tun? Meine Mutter hatte ein Faible für kleine, zierliche Blümchen. Mhm. Und Vergissmeinnicht ist eine ganz kleine, hellblaue Blume, die man leicht übersieht. Und die aber Aufmerksamkeit verdient, also Achtsamkeit. Und natürlich kommt in dem Titel auch das Vergessen vor, ja, was natürlich bei einer Demenzerkrankung irgendwie sehr augenscheinlich ist. Und auf eine Art ist der Film auch ein Denkmal für meine Mutter, dass wir sie nicht vergessen. Also mehr als nur ein Hintersinn, sondern da steckt jede Menge drin, ja. Sie sind gerade waren Sie auf dem Weg nach Wiesbaden. Jetzt haben wir Sie noch kurz vorher abgefangen, in Ihrer früheren Heimatstadt ein Interview zu geben. Mhm. Das ist ja schön, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Wie muss man sich die Filmarbeiten praktisch vorstellen? Also Sie waren dann ja auf einmal zu dritt oder zu viert mehr Leute im Haus bei Ihrer Mutter. Und das haben Sie schon häufiger auch in Gesprächen erwähnt, nicht gestört. Im Gegenteil, Sie hatten das Gefühl, es erfrischt Sie. Meine Mutter ist in Gesellschaft eigentlich aufgeblüht. Also mein Vater sagt, sie hatte sich aufgegeben, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, sie hat auch oft gesagt, ich kann nicht mehr, weil ich es nicht weiß.
Also sie hat sich sichtlich überfordert gefühlt von dem Leben einfach, weil sie es nicht mehr zuordnen konnte mit in ihrem Zustand, mit ihrer Demenz. Aber wenn Leute um sie rum waren und die Atmosphäre gut war und sie sich wohlgefühlt hat, dann hat sie sich getragen gefühlt und hat gerne noch mitgemacht und hat auch wieder Lebensfreude gezeigt. Und das war oft gegenüber Fremden fast leichter für sie als gegenüber den Familienangehörigen, die doch oft ein Gefühl von, sozusagen Wünsche mit sich rumtragen und auch den Schmerz über das, was früher war. Und auch ständig, man hat ohne unfreiwilligen Vorwurf drin, so dieses, ach, du weißt, das weißt du doch, Mama, das konntest du doch noch und so. Das schwingt ständig mit, wogegen ein Fremder einfach ganz natürlich das annimmt, was da ist. Und mein Filmteam, also mein Kameramann, ist ein sehr enger Freund von mir, der schon über Jahre zu Hause ein- und ausgegangen ist bei mir. Und der eigentlich wie ein großer Bruder ist, der mit einer Selbstverständlichkeit bei uns mit am Küchentisch sitzt in dem Film. Und das wirkt, also das hilft, glaube ich, dass sich das ganz normal anfühlt und dass die Kamera nicht stört. Also im Gegenteil, es war wirklich so, dass meine Mutter das sozusagen freundlich angenommen hat. Und das war ja auch der Grund, warum Sie gesagt haben, dann machen wir das, nachdem die Familie da zugestimmt hatte. Sie wollten ja nicht das Gegenteil bewirken, nicht? Nein, ich hätte den Film nicht machen können, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, das schadet oder das macht die Sache noch komplizierter. Sondern es war absolute Bedingung, das muss helfen. Das ist sozusagen eigentlich ein therapeutischer Film in erster Linie. Es hilft mir, dass ich Zeit mit meiner Mutter verbringen kann. Es sollte auch, und es war so, es sollte auch helfen, dass meine Mutter noch mehr Unterstützung kriegt und dass Dinge möglich werden, die man vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass wir nochmal auf Reisen gegangen sind. Ja? Das hätten wir gar nicht gedacht und das wurde auch eigentlich von den Pflegeprofis und den Ärzten nicht empfohlen. Man soll da bei Demenzerkrankten den Alltagszusammenhang belassen. Nur habe ich eben erlebt, dass meine Mutter jeden Morgen aufgewacht ist und gesagt hat, hier war ich noch nie, das kenne ich nicht. Das war eigentlich egal, das war ihr oder? Fremd, da haben wir gesagt, das ist eigentlich egal. Und dann hat sie sogar irgendwann den Vorschlag gemacht, komm, wir fahren nach Stuttgart. Ja, wo sie, das war ihr Zuhause, wo sie aufgewachsen ist. Da sind wir hingefahren, da hat sie sich zwar auch nicht zu Hause gefühlt, trotzdem hat die... hat die Reisebewegung und die Leute, die wir während der Reise getroffen haben und später auch die Schweizer Berge, die wir gesehen haben, die haben sie stimuliert, die haben sie aufleben lassen und ich bin heilfroh, dass wir sozusagen diese Initiative noch ergriffen haben. Ja. Jetzt haben Sie gerade selber Schweiz genannt. Es gibt noch einen Einspieler, wo Sie die lange Reise in die Schweiz antreten. Und weil Sie das selber gesagt haben, es kommt auch gleich noch im Beitrag, es ist eine lange Reise, eine lange Fahrt. Sie sind geschafft als Fahrer, aber Ihre Mutter steigt wie eine junge Göttin aus und sagt, ach ja, schön, ne, das gucken wir uns jetzt nochmal im Längeren an. Wir fahren jetzt zu Malte. Zu wem? Zu Malte. Oh, wer ist denn Malte? Schauen wir mal. So, das ist jetzt eine lange Autofahrt. Kommt noch? Nee, haben wir jetzt hinter uns. Jetzt sind wir da. Ach, die habt ihr schon hinter euch. Guck mal, Gretel. Was ist jetzt? Jetzt mich noch. Was ist jetzt? Ich verstehe es noch nicht. Ich bin dein Mann. Nee, ich hab mir eher so... Du hast einen neuen gesucht. Der ist auch noch irgendwie besser, aber ich bin's trotzdem. Der Malte. Nur mich? Ja, nur dich. Das ist doch für schon mal, finde ich ganz prima auch. Ich denke, es ist alles andersrum. Oh. Du, ich habe solche Angst. Nein, jetzt zeige ich dir mal, wo wir schlafen. Wo ist Malte? Das ist der David hinter dir. Wie? Der David, das ist dein neuer Malte. Ich weiß doch, wo du bist. Ja, ich bin auch da. Ja, das ist mir auch klar. Ich bin ja David, dein Aber Sohn. Wo ist denn der Malte? Der Malte ist rechts. Ach, der ist da. Hier können wir zum Beispiel zu Abend essen.
Und dann möchte ich gerne, dass du da mal kurz runterguckst. Was? Was man da auch sehr schön sieht, sie können immer noch zusammen auch dann irgendwann mal über diese Situationen, naja, lachen ist zu viel gesagt, aber sie haben das sich irgendwann damit abgefunden. Ne? Ihre Mutter denkt, sie sind ihr Mann, weil sie ja auch nun wirklich ihrem Vater sehr ähnlich sehen in jüngeren Jahren. Ne? Wie ist das für Sie? Oder wie war das für Sie? Also, ich muss sagen, meine Mutter ist oder war so charmant und so, ja, also so goldig. Und man konnte da gar nicht so traurig sein oder sauer sein, dass sie einen nicht mehr erkannte. Es war ja auch, ist ja eine Liebeserklärung, dass wenn man als, wenn sie mich für ihren geliebten Mann hält, ja. Und später hat sie auch ihren Mann nicht mehr mit Namen identifiziert, mit Malte. Und sie hat auch nicht mehr gesagt Mann, sondern sie hat einfach gesagt, der Wichtigste. Da ist der Wichtigste. Und das war dann eben derjenige, der da war. Also das ist derjenige, der Zeit hat und mit dem man zusammen sein kann. Das ist dann der Wichtigste. Und es ist eben nicht so wichtig, dass das der Sohn David oder der Mann Malte ist. Mhm. Und das, also im Umgang mit meiner Mutter ist mir das dann gar nicht so schwer gefallen, mich damit anzufreunden. Und sie hat eben ihr Gedächtnis, nicht aber ihren Humor verloren. Und deswegen konnten wir auch noch viel Spaß haben zusammen. Ich glaube, das ist das auch, weshalb wir den alle so charmant finden, den Film, weil ihre Mutter so liebenswürdig ist und auch noch rüberkommt. Ne? Natürlich, klar, die Krankheit ist da und das ist teilweise auch drastisch, wenn sie ihr sagen müssen, dass man auf Aprikosen keine Butter mehr schmiert. Ne? Das ist einfach dann die Krankheit. Aber dass auch in den Pressetexten drin steht und es ist schön, dass sie die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen, um es vielleicht auch noch mal selber zu sagen, das Ganze hat sie ja auch als Familie ganz anders auch mal wieder zusammengeführt. Mhm. Also was vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre ohne die Krankheit, die vieles aufgebrochen hat dann auch. Ja, ja, das ist, was man so nennt, die Chance in der Krise. Ja, da ist eine schlimme Katastrophe. Bei uns war es ja wirklich so, meine Mutter hat die Familie zusammengehalten. Sie war der Mittelpunkt der Familie. Und wenn der sich so stark verändert, ja, und nicht mehr die alte Rolle spielen kann, müssen alle anderen irgendwie sich verändern. Also, und mein Vater muss einen anderen Platz einnehmen und so ändern sich die Beziehungen. Ja? Und so habe ich zum Beispiel mit meinem Vater habe ich eine ganz neue, engere Beziehung als früher aufgebaut und es ist vertrauter geworden. Und so auch in der Beziehung zu meiner Mutter habe ich eine Nähe gespürt, die ich vorher noch nie erlebt habe. Vielleicht als ich Baby war, ja? Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber später, wir haben uns sehr geschätzt und wir hatten ein gutes Verhältnis. Trotzdem war es schön, noch mal sich einfach direkt zu sagen, wie gern man sich hat. Ja, das vergisst man einfach oft normalerweise. Und mit ihrer Demenz hat sie das ganz ungefiltert und direkt eingefordert, ja? Dass man sich eben zeigt und sich sagt, wie gern man sich hat. Und das war schön für meine Familie. Sie konnten da nicht flüchten, sie mussten da irgendwie, also wenn noch jemand ganz klar bei Verstand ist, dann kann man ja vielleicht irgendwie eine Ausflüchte oder man geht irgendwo anders aber hin und dem entkommen. Aber sie mussten da ja Farbe bekennen und mussten sich dem stellen und haben dann selber wahrscheinlich auch einen ganz anderen Umgang gelernt damit. Ja, oft ist es eigentlich erst wenn es zu spät ist oder wenn sozusagen die eine furchtbare Deadline dasteht, fängt man erst an, sich ums Wesentliche zu kümmern. Ja? Ich meine, ich war über 30 Jahre auf der Welt und ich habe nie wirklich mich interessiert, was meine Mutter so früher alles gemacht hat. Jetzt hat sie ihr Gedächtnis verloren und plötzlich will ich es unbedingt festhalten. Das war ja auch ein Impuls für mich, den Film zu machen, auch die biografischen Dinge, denen nachzuspüren. Und ja, zum Glück habe ich noch einiges mitgekriegt und zum Glück habe ich noch einige tolle, schöne Erfahrungen mit ihr machen können und auch viel gelernt dabei. Wir haben zum Glück gleich Gelegenheit, noch ein bisschen weiterzureden. Es ist sehr schön, dass Sie da sind. Deswegen würde ich sagen, bleiben Sie dran. Das Thema ist ernst und schön zugleich. Bis gleich. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit Kulturcheck, präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Jetzt im neuen Journal Frankfurt. Titel: Landleben mitten in Frankfurt zwischen Beton und Asphalt. Inklusive Fibel zur Land- und Genussmesse vom 28.02. bis 3.03. in Frankfurt. Eintracht Frankfurt, Sportdirektor Hübner im Interview. Nightlife, DJ Julian Smith über Frankfurts Clubkultur.
Extra. 2-for-1 auf den Eintritt zur Ausstellung Yoko Ono in der Schirn Kunsthalle. Journal Frankfurt, das 14-tägige Stadtmagazin für Frankfurt und Rhein-Main. Jetzt für nur 1,80 Euro überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder direkt auf journal-frankfurt.de. Journal Frankfurt. Hier geht man hin, da besser nicht. Es gibt viele beeindruckende Augenblicke. Der neue Skoda Octavia. Beeindruckend. Jeden Tag. Skoda. Simply clever. Jetzt neu, Atrobel Super Plus zur Behandlung von Arthrose. Ab sofort mit Dreifacheffekt für Knorpel, Knochen und das Bindegewebe. Bestellen Sie jetzt per Telefon unter 07051 93 52 577 oder besuchen Sie uns im Internet www.medicus-gmbh.de. Das neue Atrobel Super Plus bekommen Sie auch in jeder Apotheke. Noch viel Vergnügen beim Kulturcheck wünscht Ihnen Skoda Auto Deutschland. Kulturcheck. Vergiss mal nicht heißen Kinofilm und Buch, über die derzeit viel geredet wird. Unser Studiogast, der Filmemacher David Sieveking, übrigens aufgewachsen in Bad Homburg, hat seine demenzkranke Mutter mit der Kamera begleitet. Gretels Zustand hat sich trotz Therapie und Medikamenten rapide verschlechtert. Schritt für Schritt zieht sie sich aus unserer Welt zurück. Jetzt ist sie weg, die Frau Sieveking. Hallo. Da ist sie wieder. Was ist denn das hier? Das hier unten? Welches? Das hier? Das ist ein Topf. Das ist ein Topf, genau. Das ist ein Topf, da kann man was kochen. Ja, richtig. Und das hier? Erkennen Sie hier das Tier? Wenn Sie die Augen wieder aufmachen, dann können Sie es sehen. Ja, und wo ist es denn jetzt? Ist immer noch da, der Topf. Ach, es ist noch da. Ist immer noch da, ja. Und das hier? Ich sollte ruhig sein. Ja, und jetzt dürfen Sie aber reden. Vorhin sollten Sie ruhig sein, und jetzt dürfen Sie reden. Da guckte der Vater aber ganz, ganz traurig. Ne? Mhm. Wie hat er reagiert? Oder als Sie ihm das Projekt vorgestellt haben, den Film drehen zu wollen, wie hat er reagiert? Der hat uns immer empfangen mit offenen Armen. Der war begeistert von der Idee, das zu machen, weil er wusste, dass meine Mutter sich immer freut, wenn ich zu Besuch bin. Mhm. Und das ist eben, wenn man einen Beruf ausübt, kann man ja nicht so oft da sein. Aber wenn man seinen Beruf dann zu Hause ausüben kann, konnte ich viel da sein. Mhm. Deswegen war für meinen Vater, das stand außer Frage, dass das eine gute Sache ist mit dem Film. Skeptisch waren meine beiden älteren Schwestern eher. Und zwar nicht, was die Filmarbeit selbst betraf. Das war schnell klar, dass das positiv sich auswirkt, also quasi einen therapeutischen Effekt hat auf meine Eltern. Mein Vater konnte ja auch mal in Urlaub fahren und überhaupt hat das Ganze einen frischen Wind bekommen zu Hause. Mhm. Und die waren aber natürlich, also meine Schwestern waren einfach unsicher, was dabei später rauskommen würde. Welches Bild meiner Mutter würde gezeigt werden in der Öffentlichkeit und wäre sie damit einverstanden gewesen? Und jetzt, was ist die Reaktion, nachdem der Film gezeigt ist und in den Kinos läuft? Also die Reaktionen sind eigentlich sehr begeistert und ich krieg die Bestätigung, und das war mein Anliegen, dass meine Mutter im Film ihre Würde behält. Mhm. Und ich glaube auch, und meine Familie denkt das auch, dass es in ihrem Sinne wäre, dass sie mit dem Film auch einverstanden wäre, weil der Film eigentlich auch kein todtrauriger Krankheitsfilm geworden ist, sondern vielmehr ein heiterer Liebesfilm, in dem eine Familie mit einer schwierigen Situation umzugehen lernt. Wie lange genau waren Sie dann vor Ort und wie viele Wochen waren Sie im Haus Ihrer Mutter? Also die Kerndreharbeiten haben sich über einen Zeitraum von ungefähr 1,5 Jahren erstreckt. So lange doch. Und ich war in der Zeit ungefähr ein halbes Jahr lang zu Hause und habe da nicht ständig gedreht, sondern wir haben, glaube ich, der erste Block waren ungefähr 4 Wochen
und dann eben blockweise haben wir immer wieder, teils über Wochen und dann später sehr punktuell, immer wieder gedreht in Etappen. Ihre Mutter ist in der Zwischenzeit leider verstorben, das im vergangenen Februar, also ein Jahr her. Genau. Den Film geschnitten haben Sie wahrscheinlich nach Ihrem Tod, oder? Es war so, ich wollte den Film unbedingt fertigstellen, solange meine Mutter noch am Leben ist. Also ich wollte keinen Film machen, in dem meine Mutter stirbt. Ich wollte mit ihr zusammen die Premiere erleben, selbst wenn sie das nicht mehr wirklich begreifen würde, was da passiert. Und deswegen habe ich fieberhaft an dem Film gearbeitet und geschnitten. Und genau in dieser Zeit hat sich ihr Zustand aber dramatisch verschlechtert. Ja? Also es ist oft bei einer Demenzerkrankung, dann kommt Schlag auf Schlag. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, wenn ich jetzt hier weiterarbeite, dann verpasse ich das die letzten Wochen mit meiner Mutter. Und dann habe ich das Projekt auf Eis gelegt und bin nach Hause gefahren. Und dann haben wir es zum Glück geschafft, meine Mutter noch mal aus dem Krankenhaus, wo es medizinische Komplikationen gab, nach Hause zu bekommen, wo sie dann schon im Sterben lag und dann im Kreis der Familie verabschiedet werden konnte. Mhm. Und das war dann auch noch für mich die Möglichkeit, noch mal eine letzte Aufnahme zu machen, ja, die dann den Epilog des Filmes bildet. Diese letzten Wochen mit Ihrer Mutter, die sind, glaube ich, im Buch länger beschrieben, nicht? Also das, was genau, im Film ist, machen Sie im Buch etwas länger. Genau, ich habe im Film habe ich nur 90 Minuten Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Und es ist wirklich in vieler Hinsicht eigentlich eine Liebesgeschichte über meine Eltern und über die Beziehung zu meiner Mutter, die sich noch mal neu gezeigt hat durch die Demenzerkrankung. Ich gehe da aber nicht so sehr auf die medizinischen Aspekte und pflegerischen Schwierigkeiten ein, sondern in dem Buch hatte ich die Möglichkeit, die jahrelange schleichende Entwicklung der Krankheit zu beschreiben. Das kann man ja schlecht machen. Ich habe ja nicht immer gedreht. Mhm. Ja. Und dann habe ich im Buch auch die Möglichkeit, über die medizinischen Komplikationen am Ende einer Demenzerkrankung, worüber man relativ wenig weiß. Also ich habe mich viel informiert über Alzheimer und Demenz, aber ich habe selten erfahren, wie das tatsächlich zu Ende geht, weil man stirbt ja nicht an einer Demenz oder an Alzheimer, sondern an Folgeerscheinungen. Zum Beispiel? An welchen? Zum Beispiel ist es oft so, dass ein Demenzerkrankter verlernt zu schlucken. Ja? Also man verlernt nicht nur sprechen und motorische Fähigkeiten nehmen ab, sondern der Schluckapparat funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen verschluckt man sich leicht und dann nennt man das Aspirieren. Also man hat Atemnot und unter Umständen kriegt man Fremdkörper in die Lunge, was wieder eine Lungenentzündung verursacht. Und das ist dann schon lebensbedrohlich. Mhm. Aber in unserem Fall war es zum Glück so, dass wir diese Schwierigkeiten behandeln konnten im Krankenhaus. Und dann haben wir sie nach Hause genommen und haben gesagt, wir wollen jetzt keine Maßnahmen mehr. Wir wollen keine künstliche Ernährung, wir wollen keine künstliche Beatmung. Wir geben ihr nur noch das, was sie annimmt. Und so ist sie im Grunde genommen verhungert, was aber kein qualvoller Tod ist, sondern ein ganz sanftes Gehen und Aushauchen war. Also Sie können damit gut leben mit diesem Ende und Ihre Familie auch. Das war eine schöne Zeit, dass wir die noch zusammen haben konnten. Wir haben zu Hause noch Besuche empfangen, man konnte sich von ihr verabschieden und es war sehr friedlich im Kreise der Familie, wie sie gegangen ist. Und ich habe das in guter Erinnerung. Also wenn man das sagen kann nach so einem Projekt, nach so einer eigentlich schrecklichen Krankheit, dann ist das ein Schlusswort, dem man gar nichts mehr hinzuzufügen hat. Ja, der Film läuft in den Kinos derzeit, auch im Rhein-Main-Gebiet natürlich. Sie sind auch oft vor Ort. Sie wohnen ja im Moment in Berlin oder nicht im Moment schon lange und sind aber immer wieder auch noch da und reden auch drüber. Ganz kurz noch, wie fühlt sich das heute an, wenn Sie so oft über die Mutter und über den Tod und alles reden müssen? Wie fühlt sich das für Sie an? Eigentlich schön, denn auf diese Art ist meine Mutter noch bei mir und ich habe nicht das Gefühl, dass nur etwas zu Ende gegangen ist, sondern ich habe das Gefühl, dass etwas lebendig ist und weitergeht und dass es den Leuten auch etwas gibt und dass da ist viel Dankbarkeit und es kommt auch viel zurück und das finde ich sehr schön. Vielen Dank für den Besuch im Studio und die wirklich interessanten Erläuterungen dazu. Vielen Dank. Und mir bleibt da eigentlich gar nicht mehr viel anderes zu sagen, außer ganz kurz anzukündigen, wir haben jetzt noch kulturelle Nachrichten im Überblick. Zu einem gesellschaftlichen Großevent mutierte die Eröffnung der Ausstellung von Yoko Ono in der Frankfurter Kunsthalle Schirn. Die Witwe des Beatles John Lennon ist seit über 50 Jahren künstlerisch aktiv. Die Schirn zeigt daher eine Überblicksschau über das Schaffen von Yoko Ono. Also Yoko Ono tritt sehr
wie soll ich sagen, eigentlich fast zurückhaltend auf. Das hat mich überrascht. Also sie ist manchmal im Umgang fast schüchtern. Sie hat sehr viel Humor. Sie ist immer bereit, nochmal um die Ecke zu denken. Also sie ist keinesfalls diese harte Frau, was ihr immer nachgesagt wird. Und ihr Werk ist sehr fein und sehr zart. Ich denke, das muss auch in ihrer Persönlichkeit stecken. Die Retrospektive von Yoko Ono, deren Anlass der 80. Geburtstag der Künstlerin ist, ist bis 12. Mai in der Schirn zu sehen. Vertagt wurde der Prozess um die Zukunft des Surkamp-Verlages. Erst im September will das Frankfurter Landgericht die beiden Streitparteien wieder vor Gericht laden, die sich beim Februartermin beide nicht selbst blicken ließen. Die Geschäftsführerin des mittlerweile in Berlin ansässigen Surkamp-Verlages, Ulla Unselt-Berkewitz, sowie der Gesellschafter Hans Barlach wollen sich gegenseitig aus dem Verlag drängen. Ungewöhnliche Ansichten bietet derzeit das Rathaus in Dietzenbach. Der chinesische Künstler Luo Xu stellt seine großformatigen Skulpturen im Foyer des Rathauses aus. Der Eintritt ist frei. Die Kunstwerke sind noch bis Ende Februar während der Öffnungszeiten der Verwaltung zu sehen. Damit wären wir am Ende unserer Sendung angekommen. Wenn Sie mögen, dann könnten Sie sich diesen Kulturcheck noch einmal anschauen, und zwar im Internet. Unter rhein-main-tv.de finden Sie die Mediathek, und im roten Bereich gibt es dann alles, was mit der Kultur zu tun hat. Und in einer Woche hätten wir eine neue Ausgabe für Sie, wie immer um 21 Uhr. Und wenn Sie dann auch wieder einschalten, würde mich das freuen. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss. Der Kulturcheck wurde Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Hochschulen, 23 Technologie- und Gründerzentren und rund 80 Cluster- und Netzwerkinitiativen. Diese Zahlen sprechen für sich. Frankfurt-Rhein-Main gehört zu den führenden Wissensregionen in Europa. Bereits vor fast 600 Jahren ging von hier mit der Erfindung des Buchdrucks eine Medienrevolution aus. Und bis heute gehört die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main mit ihrer breit gefächerten Internationalität zu den Innovationszentren Europas. Einer der Gründe, die hervorragende Qualität der Bildungslandschaft Frankfurt-Rhein-Main als stabile Basis auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt viele beeindruckende Augenblicke. Der neue Skoda Octavia. Beeindruckend. Jeden Tag. Skoda. Simply clever. Sie haben noch keinen eigenen Spot? Präsentieren Sie Ihr Unternehmen Tausenden von potenziellen Kunden durch einen für Sie produzierten Werbespot bei Rhein-Main-TV. Rhein-Main-TV ist Ihr Ansprechpartner für eine kosteneffiziente und auf Sie zugeschnittene Werbeproduktion. Rhein-Main-TV konzipiert, realisiert und produziert. Wir wissen um die optimale Wirkung von Bewegtbildern. Rhein-Main-TV bringt Sie Ihren Kunden näher. Und zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Printanzeige in unserem Rhein-Main-TV-Magazin zu schalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter rhein-main-tv.de/werben oder schreiben Sie uns unter werben@rmtv.de. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein unverbindliches Angebot.